zusammen und herzlich willkommen zurück zu The Dark Project Gold. Auch hier ist es eine Weile her, dass ich das letzte Mal eine Folge aufgenommen habe. Und ich muss sagen, ich habe mir gerade die letzte Folge nochmal angeguckt. Ich weiß aber gar nicht mehr so genau, was ich hier jetzt eigentlich vorhatte. Und ich muss gucken, dass ich wieder so ein bisschen in die Steuerung reinkomme. Nein, bitte, pack die Pfeile weg. Wasserpfeile, ich habe keine Moospfeile, kann das sein? 15 Feuerpfeile, 6 wären eigentlich die Moospfeile. Ich habe aber keine. Das ist natürlich mega ungünstig. Ich könnte versuchen, den Typen aus den Schatten heraus zu knüppeln. Ich muss aber sagen, ich habe echt Schiss. Und ich werde hier definitiv einen Quicksave hinpacken. Jetzt muss ich nur ganz kurz gucken. Scheiße, was war nochmal schnell speichern? Lasst mich ganz kurz nachgucken, ja? Ich habe nämlich wahnsinnige Angst. Controls. Ich habe wahnsinnige Angst, dass ich das gleich wieder falsch mache. Was haben wir denn hier? Scheiße, ich weiß nicht, was Quicksave-Gedöns ist hier. F10 oder F11? Eins von beidem. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt aber noch keinen Quicksave-Punkt im Moment, ne? Also im Prinzip ist es vollkommen Wurst. Ich denke mal... Ich kann ja einfach wieder laden. Save successful. Also F11 ist schnell speichern. Ist gut zu wissen. Okay, ich habe einmal kurz schnell gespeichert. Das Schöne ist, hier am Rand ist tatsächlich Teppich. Das heißt, hier kann er mich nicht hören. Und ich hoffe, dass er der Einzige ist, der hier rumschwänzelt. Ich werde es auf jeden Fall mal versuchen. Ich kann mich auch irgendwie nach vorne lehnen. So nicht. Okay, you Taffer. I'll find you. Nope. Ich glaube, wenn die aufmerksam sind, kann ich die nicht niederknüppeln, leider. Can't hear it anymore. Probably nothing. Probably nothing. Definitiv. Okay, könntest du bitte... Dankeschön. Ich weiß nicht mehr, wie ich mich nach vorne... So lehne ich mich nach vorne. Sehr gut. Jetzt müsste ich nur warten, bis er hierher kommt. Kannst mal den Arm ein bisschen entspannen. Jemine. Ja, also wie immer noch aktuell versuche ich auf jeden Fall, das Ganze so zu machen, dass ich nicht entdeckt werde. Weil ich keinen Bock habe, dass oben vor Lady Valerius Gemächern die doppelte Anzahl Wachen rumschleicht. Die doppelte Anzahl wären im Endeffekt 4, soweit ich weiß. Also es sind jetzt 2, es wären dann 4. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Ach, der kommt nicht nah genug hier ran. Scheiße, verdammt nochmal. Wartet, ich habe noch einen Gaspfeil. Ich weiß aber nicht, ob ich den jetzt für ihn hier verschwenden sollte. Habe ich noch irgendwas anderes? Theoretisch habe ich noch Flashbomb. Das wäre noch eine Idee. Wenn ich den geblendet habe. Dann könnte ich ihn knüppeln. Das könnte ich noch versuchen. Da er ja, wie gesagt, hoffentlich der Einzige ist, der hier rumläuft. Jetzt muss ich nur ganz kurz gucken, wie ich die Dinger nochmal einsetze. Ich glaube, mit der rechten Maustaste setzt sie ein. Und, Nein, komm schon. Okay. Okay, komm. Hier. Brav sein. Puh. Okay, das hat tatsächlich funktioniert. Freut mich. Speichern. 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 Dankeschön. Wie ich auch schon im vorherigen Part, beziehungsweise im, in Parts erwähnt habe, die ich jetzt voraufgenommen habe, in Perfect World Parts habe ich eine neue Tastatur. Ich glaube, das ist ein Heilbrunnen. Ich möchte ihn jetzt ungern einsetzen, wenn ich ihn noch nicht brauche.
glaube es zumindest. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich muss versuchen, weil ich hier die Lichter nicht ausmachen kann, hier irgendwie herzukommen, ohne dass man mich sieht oder hört. Oh, das ist laut. Ich würde gerne eine dunkle Ecke haben, danke. Man muss hier nicht direkt auf mich aufmerksam werden. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier bin. Scheiße. Ich höre zumindest irgendwen, der hier durch die Gegend läuft, aber ich weiß nicht, wo er läuft. Da ist eine Tür. Da vorne ist noch ein Gang. Aber warum muss hier auch überall so lauter Boden sein, ey? Ihr seid doch scheiße. Da komme ich natürlich nicht am Rand her, weil da so komische Stühle sind. Ich würde ja gerne mal darüber. Aber ich traue mich ja nicht so ganz, weil ich nicht weiß, ob der hierher läuft. Im Moment scheint gar keiner zu laufen. Das ist meine Chance. Ich glaube, hier war ich schon mal. Da oben läuft er, okay. Oh, er kommt hier runter. Er kommt hier runter. Oh, hier ist dunkel, cool. Das heißt, er läuft hier vorbei, auf der anderen Seite wieder hoch? Ja. Okay, den werde ich aber nicht ausschalten können, ohne dass er auf mich aufmerksam wird. Deshalb werde ich es lieber mit diesem Weg hier versuchen, weil es hört sich fast so an, als wenn hier keiner wäre. So, einmal kurz speichern und dann gucke ich mal, was hier. Okay. Lass ich mal lieber zu. Ist immer so schön, wenn man den Viechern, den Männern hier direkt in die Arme läuft. Hallo, hier ist doch Schatten. Hey, who was that? Nobody. Die rennt irgendwo irgendwo rennt hier irgendwer rum. Da ist ein Bediensteter, die mir in der Regel keine große Gefahr sind, weil nein. Who are you? Dein Untergang. Okay, das klang jetzt hochdramatisch. Natürlich bin ich nicht sein Untergang, aber ich bin derjenige, der ihm auf den Kopf haut und ihn schlafen legt. So, jetzt bin ich am überlegen, was hier hinter ist. Oh, das sieht so aus, als könnte man da was machen. Okay, lass mich ganz kurz. Würdest du bitte. Okay. Hier sind Türen, aber hier scheint niemand zu sein. Okay, sehr gut. Oh, schade. Hier ist nichts. Hätte klappen können. Ich bin einfach so des Todes laut im Moment. Ich habe erst 500. Ich brauche tatsächlich, glaube ich, 700 sogar. Was steht in den Objectives? Wartet ganz kurz. Find and steal the talisman of water. The Opera House is filled with 700 of loot. Mhm. Also ich brauche insgesamt 700. So weit bin ich ja noch gar nicht. Ach, euer Ernst. Jetzt muss ich die Kacke auch noch. Wartet mal, ich habe doch Schlüssel. Probieren wir es mal damit. Nein. 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 Gut, dann muss ich es halt hier mit versuchen. Hier schon?
ist jetzt natürlich gerade mein großes... Hallo Facebook. Mein großes Problem, dass ich jetzt nicht weiß, wo war ich schon, wo noch nicht. Ah doch, natürlich war ich hier. Oder? Ich weiß es gar nicht. Okay, ich habe echt Angst. Oh, was ist das? Captain Colyard and man of the Opera Guard. Two guards will at all times, day and night, be posted outside my office suite in case of trouble or commotion of any kind in the Opera House. Then send two more to stand guard directly inside my suite, nehme ich an. The artifact must be protected. I will tolerate no lapses in security, Lady Valerius. Das ist nämlich genau der Zettel, der für den ganzen Schund hier sorgt. Nämlich der, der besagt, dass, falls es Trouble gibt, zwei weitere Wachen vor ihrem, in ihrer Suite aufgestellt werden sollen. Hier war ich tatsächlich schon. Das kann ich mir also sparen hier. Ich kann stattdessen mir wieder eine Tür gegen den Kopf hauen. Sehr schön. Nee, stattdessen das lieber mal mit der anderen Richtung versuchen. Frag mich nicht, warum ich die ganze Zeit geduckt laufe. Ich habe selber keine Ahnung. Achso, hier war ich auch schon. Ach, alles ginge, wo ich schon war. Ich würde ganz gerne die Lichter ausmachen. Nee, ich würde ganz gerne immer noch in dieses... Achso, hier, ja, gut. In diesen Opernsaal rein, tatsächlich, in dieses, wo die ganzen Gäste sitzen. Weil die kann man bestimmt auch nochmal schön ausrauben. Und ich habe bestimmt ganz, ganz viele tolle Sachen. Okay, zumindest ist hier dunkel. Das Problem ist, dass da keinerlei Teppich ist. Und ich nirgendwo die Möglichkeit habe, mich lautlos zu bewegen. Das könnte mir hier zum Verhängnis werden. Oh, das sind sogar zwei. Puh. Ich muss versuchen, die zu umgehen, glaube ich. What? Drei? Ach nee, die haben rumgedreht. Okay. Ich dachte schon. Ah, dahinter sind auch noch welche. Oh Gott, sind das viele? Scheiße. Mhm. Stimmübungen. Ah, da kommen sie wieder. Okay. Ich bleib mal hier im Schatten. Noch so ein Weilchen. Und, ich werde auch gleich den Part schon wieder beenden, weil ich mir jetzt neuerdings auch fest vorgenommen habe, die Parts alle ein bisschen kürzer zu halten. So, ich versuche jetzt noch einmal hier um die Ecke zu kommen, wenn die weiter weg sind, damit sie mich definitiv nicht mehr hören können. Oh, was würde ich geben für ein paar Moospfeile? Oh Gott. Jung, du hast mich erschrocken. Okay, hier geht eine Treppe hoch. Kann ich damit interagieren? Nein, kann ich nicht. Okay, das ist einfach nur ein Raum mit einer Statue. Oh Gott, das wird hier immer lauter. Komme ich jetzt zu denen? Ich befürchte es sogar. Na, sehen tue ich leider noch nichts. Okay.
Gut, ich würde sagen, von hier aus mache ich dann beim nächsten Mal weiter. Ich beende den Part an der Stelle und bin sehr froh, dass ich jetzt endlich wieder weiter aufnehmen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Es ist nicht wirklich... Könntet ihr bitte... Boah, dieses Opernhaus regt mich auf. Ja gut, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten könntet ihr jetzt mal die Klappe halten. Danke. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part. Ciao.